In der letzten Sendung von Let's Dance war Schluss für Stefano Zarella und Maria Maxina. Doch komplett müssen die Fans nicht auf ihre Lieblinge verzichten. Die Schock nach der letzten Entscheidung war riesig. Vergangenen Freitag wurden Stefano Zarella, 33, und Maria Maxina, 27, überraschend von den Let's Dance-Zuschauern rausgewählt. Ich bin sehr traurig und kann es noch gar nicht richtig realisieren, dass meine Reise bei Let's Dance zu Ende ist, schrieb er in einem emotionalen Statement auf Instagram. Seine Tanzpartnerin Maria und das gesamte Team seien ihm sehr ans Herz gewachsen. Kleiner Wermutstropfen. Es wird ein Wiedersehen geben. Maria Maxina spricht über das Let's Dance Comeback. Die Zuschauer werden Maria weiterhin zu Gesicht bekommen. Ich werde bei dem ein oder anderen Opening dabei sein. Ich freue mich sehr, wieder auf der Tanzfläche zu stehen, verrät die Profitänzerin bei einer Fragerunde auf Instagram. Und auch Stefano wird sich wieder im Studio blicken lassen, allerdings im Publikum. Wir werden bestimmt bei der ein oder anderen Show als Zuschauer dabei sein, verspricht Maria. Und auch auf der Tanzfläche dürfen die beiden in ein paar Wochen ein letztes Mal stehen. Im großen Finale werden alle ausgeschiedenen Paare nochmal ihren besten Tanz präsentieren. Maria Maxina spricht über das Let's Dance Comeback. Die Zuschauer werden Maria weiterhin zu Gesicht bekommen. Ich werde bei dem ein oder anderen Opening dabei sein. Ich freue mich sehr, wieder auf der Tanzfläche zu stehen, verrät die Profitänzerin bei einer Fragerunde auf Instagram. Und auch Stefano wird sich wieder im Studio blicken lassen, allerdings im Publikum. Wir werden bestimmt bei der ein oder anderen Show als Zuschauer dabei sein, verspricht Maria. Und auch auf der Tanzfläche dürfen die beiden in ein paar Wochen ein letztes Mal stehen. Im großen Finale werden alle ausgeschiedenen Paare nochmal ihren besten Tanz präsentieren. Bis dahin will es Stefano etwas ruhiger angehen lassen. Sein Show-Aus hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen. Bereuen tut er seine Teilnahme aber nicht. Ich war sehr auf das Projekt fokussiert, habe jede Sekunde genutzt, um zu trainieren und habe mich mental, menschlich weiterentwickelt. Dafür bin ich sehr dankbar.